So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video der Google Play Kampagne. Heute werden wir uns Monument Valley 1 anschauen und morgen werden wir uns Monument Valley 2 anschauen. Wenn euch Mobile Gaming gefällt, ist oben rechts in der Ecke eine kleine Umfrage. Da könnt ihr einfach auswählen, Mobile Gaming gefällt mir, Mobile Gaming gefällt mir nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da abstimmen würdet. Und ohne große Verzögerung spielen wir jetzt Monument Valley 1 vom Google Play Store. Kostet dort 2,99 €. So, hallo und herzlich willkommen zu Monument Valley Teil 1. Ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gespielt, aber ich habe so viel Positives von diesen Spielen gehört, dass ich einfach mal beide anspielen muss und tippe den Weg an, um Ida zu bewegen. Okay, das verstehe ich. Hintippen und das kleine weiße Männchen bewegt sich. Halten und drehen. Moment. Das hat jetzt nicht von der Perspektive gestimmt. Ah, okay, ich verstehe. Ach, das ist ja cool. Oh Gottes Willen. Wie soll ich denn da klarkommen? Achso, und wenn ich da draufstehe, wird es fest, dass ich es nicht drehen kann. Jetzt könnte ich mich auch runterschleudern, das wollen wir auf keinen Fall. Oh, das ist cool. Und der Arzt da gefällt mir irgendwie. Oh, und das wird ja noch hübscher. Hallo, Text. Steht da Monument Valley? Ja, natürlich steht da Monument Valley. Da verhaspel ich mich direkt. So, dann drücken wir den großen Knopf. Anmelden, um Cloud-Speicherung zu aktivieren. Ich brauch's gerade nicht, empfehlen würde ich es allerdings euch schon. Monument Valley. Okay, hallo, cooles Gebäude. Was sich im Kreis dreht? Muss ich an die irgendwas machen oder muss ich's... Nee, ah, Level 1. Ja, das will ich spielen. Level 1 habe ich geschafft. Level 2 muss ich natürlich spielen, logischerweise. So, dann tippen wir dich an. Ah ja. Der Garten, was hier geschieht. Ida begibt sich auf die Suche nach Vergebung. Oh Gott, das hat ja so noch eine Story. Okay. Ich kann nicht weitergehen, aber ich kann dich doch theoretisch so drehen und auf den Knopf da unten hinlaufen, oder? Das erinnert mich gerade ein bisschen an Captain Toad Treasure Tracker. Also es war ja auch sehr minimalistisch und man musste so immer mit einer festen Perspektive arbeiten. Oder durfte man die Kamera da drehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt muss ich da zu dem Knopf hinkommen. Also gehe ich zurück dahin, wo ich war, drehe das so herum und drücke den Knopf. Hey, simple Aufgaben schaffe ich gerade noch so. Okay. Und... Oh Gott, es... natürlich. War geplant von mir, dass ich da draufsteige. Oh, das mit der Perspektive, da komme ich ja gar nicht drauf klar. Oh, ist jetzt mein Hut ab und da kommt ein Zauberwürfel raus. Hallo, Zauberwürfel. Okay, der macht ein paar Wellen da und ich kann ein Foto machen und ich kann abschließen. Abschließen. Sah sehr schön aus, das Level. Oh, ich freue mich ja darauf, wenn es noch mehr mit der Perspektive macht. So, auf in Level 3. Kapitel 3, verborgener Tempel. Was hier geschieht? Ida hat eine unerwartete Begegnung. Okay, die kann ich wahrscheinlich ziehen. Hoch und runter, okay. Kann ich die auch ziehen, während Ida, was wahrscheinlich wir sind, da drauf steht? Ja. Okay, dann mache ich mir einfach ganz easy hier einen Weg. Dann gehe ich da rein, komme da oben raus, schiebe mich nach oben und drücke den Knopf. So. Und jetzt gehe ich einfach da oben in die Tür rein. Was anderes bleibt mir auch gerade nicht über. Oh, hallo. Wer ist denn da? Wer will mit uns reden? Guten Tag. Lange schon warten diese alten Gebeine in der Dunkelheit. Wie weit bist du schon gewandert, stumme Prinzessin? Warum bist du hier? Oh Gottes Willen. Okay, da kann ich einfach hochklettern. Ich tippe einfach mal ganz oben hin. Oh, ist zu überfordert. Okay. Schaffst du die Anweisung, nach da oben zu klettern? Ja. Sehr gut. So, was sind das hier für komische... Oh. Tschüss, Boden.
Den habe ich eh nicht gebraucht. Hoffe ich. So. Kann ich einfach rüberlaufen? Nein. Okay. Oh. Macht Musik. Oh. Oh. Oh, Perspektive. Warte. So. Und gehen wir da drauf. Und ziehen uns hier rüber. Weil das ergibt natürlich Sinn in der Perspektive. So, und dann könnten wir da hochklettern. Und dann... Ah, so da drauf. Dahin. Hier hoch. Und ganz nach oben und den Knopf drücken. Oh, ist das cool. Bisschen zu begeistert. Aber es gefällt mir richtig. So, hol den Zauberwürfel raus. Da ist er. Ganz schön düsteres Geräusch. Na gut, ich habe auch keine Ahnung, was hier versteht. Aber auf jeden Fall sind wir scheinbar eine Prinzessin namens Ida. So viel habe ich verstanden. So, dann gehen wir hier ins... Schaut mal, wie cool dieser Effekt ist um diese vier herum. Also, großes Lob. Kapitel 4, Wasserpalast. Was hier geschieht? Ida entdeckt neue Arten des Laufens. Das sind Vögel! Hallo? Okay, er schreit mich an, wenn ich ihn antippe. Und da haben wir eine Treppe gefunden. So. Die Dinger sind da. Und kann ich mich da raufstellen und das drehen? Ja. So, dann drücken wir mal den Knopf wieder. Und dann kippt das hier um und... wieso? Diese Perspektive, warum kann ich da hochlaufen? Egal, wir sind da oben. Das ist gut, dann können wir nämlich da zur Tür gehen. So, tschüss, Mr. Rabe. Oh, dann kommt eine Brücke. Dann kommen wir bei dem Raben ja doch wieder raus. Kann ich ihn nochmal antippen? Ne, wir gehen von alleine rüber. Okay. Tschüss, Mr. Rabe. Oh, die Brücke geht sogar wieder weg. Aber wie schön hier, so mit so Rosé-Rosen und allem. So, dann drück ich mal... Hilfe? Oh Gottes Willen. Okay, warte. Ich bin die Wand. Kann ich hier irgendwie um die... Nein, warte, wir können aber das daran ziehen. Und dann hier zu dem... Oh Gottes Willen. Okay. Danke. Hätte ich das nicht... Oh, wie cool. Alter! Was ist das für ein gutes Spiel? Oder eher gesagt, für eine coole Mechanik? wartet. Dann gehe ich jetzt hier hin. Weil das das Einzige ist, wo ich hingehen kann. Und dann drehe ich es von der Perspektive so, dass es zusammen ist. Dann kann ich es wieder zurückdrehen und da hochlaufen. Oh, cool. Okay. Ihr werdet sehr viel oh cool, glaube ich, während dieses Videos hören. Aber ich bin sehr begeistert gerade. So. Passiert hier jetzt irgendwas? Ah, eine Brücke kommt und wir gehen weiter. Perfekt. Los geht's. Laufen Sie los. So, hier sind wieder zwei kleine Vögel. Ich mag sie anzutippen. Und wir haben hier so ein Drehding. Und so ein Drehding. Den Vogel stört's nicht. Guck mal, wir können ihn verstecken, den Vogel. Kann er uns nicht mehr anschreien. Okay, warte. Ich gehe also hier drauf und drehe das nach oben und dann komme ich hier hin. Und dann drehe ich das, dann komme ich da drauf und dann gehe ich das und dann kann ich da durch die Tür nach unten laufen, was nicht unten ist. Oh, hallo! Mysteriöse Stimme, die mich kennt. Dies war das Tal der Menschen. Jetzt stehen nur noch unsere Monumente, ihres Ruhmes beraubt. Diebische Prinzessin, warum bist du zurückgekehrt? Keine Ahnung. Hatte Bock. Das ist die Lore.
So, ich geh jetzt weiter. Kannst mich eh nicht aufhalten, du Geist. Nur meckern. Hallo? Ach, komm ich unter dem Vogel raus. So. Dann kann ich das jetzt so drehen und dann sind wir fertig. Hätte es noch was gegeben, was ich hätte machen können? Ja, ich hätte theoretisch auf der Brücke nochmal nach links drehen können, die linke Plattform runterziehen, oder? Gibt es noch so versteckte Sachen? Ich weiß es nicht. Aber ich darf auch nicht mehr weggehen, deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Wenn ich nochmal in Level 4 rein kann, dann gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Aber schauen wir mal, was jetzt passiert, weil ich alle vier Seiten von dem Gebäude hier fertig habe. Theoretisch müsste ja jetzt ein neues Gebäude... Oder okay, das Gebäude dreht sich wahrscheinlich einfach unendlich weiter und hat unendlich viele Seiten. Nehme ich an, so lange bis das Spiel vorbei ist. Das ist süß. Okay, ich spiele Level 4 nochmal und laufe da nochmal hin und probiere das. Okay, hier kann man nichts machen. Umsonst neu gespielt. So, dann auf in Level 5. Die Turmspitze, was hier geschieht. Ida begegnet dem lästigen Krähenvolk. Aber die machen was? Tun die Miaua? Hallo? Okay, die schreien mir ins Gesicht, wenn ich mich denen nähere. Ja, die laufen wahrscheinlich eine Route ab, dass ich an denen vorbeilaufen kann, ja. Na? Was machst du, wenn ich im Weg stehe? Nichts, mich anschreien. Okay, die kann man wirklich nur maximal als lästig bezeichnen. Die wollen mich ja nicht aufhalten. Dann verstecke ich mich da oben. Und sobald der weg ist, kann ich auf den Knopf gehen. Während er mich anschreit. So, und jetzt soll ich nochmal zum Anfang zurück. Ah, guck mal, ich kann mir hier eine Treppe nach oben bauen. So. Ja, ja, ganz ruhig. Ging der Hebel weg, weil der mich angeschrien hat? Ich glaube schon. Nee. Okay, der Hebel ging weg, weil der irgendwer irgendwo auf irgendeiner Plattform stand, die nicht gedreht werden sollte. Aber wir kommen zum Knopf und den drücke ich jetzt auch. Das habe ich mir verdient. So, dann kann ich nämlich, glaube ich, da rüber gehen. Ja. Und da hochklettern. Haben wir es schon geschafft. Sind wir schon am lästigen Krähenvolk vorbei. Ui. Gut, so mal die Treppen ein bisschen spinnen. So. Da ist der Krähenmann, an dem muss ich vorbei. Hä? Achso, weil ich da schon ging. Das konnte ich nicht drehen. Ich dachte, ich konnte es nicht drehen wegen dem Krähenmann. Nee. Okay. Ah, cool. Dann kann ich das hier so machen. Und dann muss ich den Krähenmann da unten wieder loswerden, indem ich das dann umdrehe. Moment, was habe ich da überhaupt aktiviert? Ah, es dreht sich im Kreis. Okay. Damit kann ich arbeiten. So, und jetzt muss ich dich wieder wegdrehen. Tschüss. Einfach in die Wand mit ihm. So. Da war nichts sonst. Naja. Und? Da ist er. Achso. Eigentlich müsste ich den im besten Fall da unten reinräumen, ne? So, kannst du... Nein? So, jetzt. Geh mal da runter. Ja. So, jetzt geh mal da rein. Genau. Und jetzt... Zick, zick, zick. Bist du einfach da reingekurbelt. Jetzt können wir durchgehen. Tschüss, Mr. Krill. Mich hältst du nicht auf. Oh, Gottes Willen. Okay. Oh Gott, ich dachte schon, der Bildschirm bewegt sich jetzt und ich habe jetzt so Zeitdruck oder so. Hallo, ich möchte bitte da in die Tür rein. Da waren mir zu viele Krähen. Wurde ich erstaunlich einfach reingelassen. Ah, cool. Tschüss, Mr. Krähe. Hab dich gerne weggeschickt. Dann... habe ich was davon, den auf den Kopf laufen zu lassen? Ah, warte. Da, nach oben kannst du laufen. Zack, komm. Auf nach oben mit dir. Fein. So, und ich kann jetzt wieder an euch vorbei. Und den antippen, dass er mich anschreit. Kann ich das mit den Laufenden eigentlich auch machen? Oh, gibt keine Laufenden mehr. Oh, guck mal, das fährt nach oben, wenn ich das drehe. So. Schrei mich an. Oh, dann kann ich gar nicht antippen. Nö. Irgendwie erwische ich nur den Turm. So. Guck mal. Wenn ich das immer weiter drehe, komme ich auch immer weiter.
wenn ich das so drehe. Komme ich hier nach oben. So. Das ist ja richtig cool, wie ich hier oft so mit Drehen hin und her arbeiten kann. Da hoch kann ich aber nicht forken, einfach so. Aber da ist eine Leiter. Voll der coole Mond im Hintergrund. So, und das Ziel. Haben wir Level 5 auch geschafft? Okay, ich glaube, das sollte für einen groben Einblick in das Spiel reichen. Level abschließen. Wir hören hier auf. Sonst höre ich gar nicht mehr auf zu spielen, weil ich gerade echt ein bisschen zu begeistert bin. Ich habe Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Monument Valley 2. Dann sehen wir direkt den Nachfolger davon. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmelmann. Tschüss.